Ja, wir befinden uns hier in Schonach beim Schwarzwaldpokal. Heute das letzte Rennen hier. Heute geht es um die Wurst sozusagen beim Skispringen und beim Langlauf. Genau, beim Langlauf, jawohl. Und neben mir haben wir jetzt hier absolute Profis, die kennen sich hier richtig gut aus. Wer ist denn hier heute euer Favorit? Ritschek, oder? Ritschek heißt Ritschek, ja. Kaiserwetter in Schonach im Schwarzwald. Die letzten Sprünge in der Wintersportsaison 2018 sind somit gemacht. Die beiden Wertungsdurchgänge an der Langenwaldschanze brachten noch einmal jede Menge Spannung. Wie beim gestrigen Wettbewerb entschied auch heute der Norweger Jarl Magnus Rieber den Sprungwettbewerb mit 101,5 und 107 Metern für sich. Das heutige Weltcup-Finale in Schonach hatte es wirklich in sich. Neben tollen Wettbewerbern, begeisterten Zuschauern und glücklichen Siegern hieß es auch Abschied nehmen. Denn Björn Kircheisen beendete heute seine Sportlerkarriere. Mit einer kleinen Ehrenrunde vorbei an den Zuschauertribünen, reichlich Applaus und guten Wünschen für die Zukunft beendete der 34-Jährige das Kapitel des aktiven Sportlers und widmet sich nun seiner Trainerkarriere. Auch das deutsche Team ließ es sich nicht nehmen, sich von Kirche zu verabschieden und Danke zu sagen. Ja, herzlich willkommen hier in Schonach. Euch zwar hatte ich letztes Jahr interviewt. Was hat euch denn dieses Jahr hierher getrieben? Ja, der Vincent Skyer natürlich, wie jedes Jahr. Unser guter Kumpel bringt wie jedes Jahr seine Leistung und der ist einfach top, sensationell. Was hältst du von Vincent Skyer? Ja, ich meine, er ist mein bester Kumpel. Er liefert einfach. Es ist phänomenal, was er diese Saison geleistet hat. Und ja, sensationell. Ja, wer seid ihr denn? Wir kommen vom TSV Obenhausen, Dring- und Sportverein Obenhausen von Reutlingen. Extra aus Reutlingen daher? Ja klar, jedes Jahr. Jedes Jahr? Ja. Seit wie vielen Jahren seid ihr denn schon da? Seit 5 Jahren. Okay. Ja, circa 5 Jahre, wissen wir ein bisschen genau. Ja, für wen stimmt ihr denn heute besonders? Auf jeden Fall für die Deutsche, aber auch für unseren Kumpel Magnus Mohn, der hat gestern mit uns ein Bier getrunken. An der Strecke, war hervorragend. Was hat es denn mit der Flagge hier auf sich? Es sind ja viele verschiedene Länder. Ja, genau. Für wen stimmen Sie denn heute? Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich gedacht, ich nehme die. Und ich unterstütze alle. Das ist sehr loyal, finde ich gut. Ja? So können Sie was falsch machen. Genau so ist es. Aber haben Sie einen Favoriten? Ja, Fabian Riesle. Der war jetzt gerade eben richtig gut. Genau. Was war das für ein Gewinn? Genau. Doch, war richtig gut. Der Japaner Ito Watabe hatte an diesem Wochenende den obersten Stockerplatz für sich reservieren können. Nach dem gestrigen Sieg vom Samstag gewann er auch heute den Wettbewerb in der nordischen Kombination und wurde so Tagessieger und auch als Gesamtweltsieger gebührend gefeiert. Auf dem zweiten Platz landete der Norweger Jarl Magnus Rieber und Fabian Riesle vom SC Breitnau wurde zur Freude vieler Schwarzwälder Fans Dritter. Das warme Wetter sorgte zwar für strahlende Gesichter auf den wirklich gut gefüllten Tribünen und dafür, dass etliche Athleten mit kurzärmigen Shirts den 10 Kilometer Langlauf in Angriff nahmen.